Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal OP Glück oder kommen, wenn es wenn wir spielen mal wieder Forza Horizon. Ich kann das Auto nicht gut drauf kriegen. Forza Horizon 5. Yo, das ist unser Mercedes. Yo, 1998. Was für eine Perle. Ich habe einen Weg markiert. Ich würde sagen, wir sehen uns wie immer gleich wieder. Ja, ein bisschen nehme ich euch noch mit. Ja, Zeitpunkt der Aufnahme immer noch 81 Abonnenten stark. Wer hätte das gedacht? Gestern war die Aufnahme. Sehr schön. Ich wollte unbedingt die 80 schaffen. Ich hab's dank euch allen. Ich hoffe, wir schaffen dieses Jahr noch die 100 oder mehr. Aber hey, es ist erst März, also vielleicht ja. Ich denke mal ja. Ich hab ein gutes Gefühl. Warte mal, Handbremse ist der hier, okay. Na, wir sind ja auch nicht in GTA, ne? Deswegen muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich drücke. Das war nicht so gut, das war nicht so gut. Oh, Kacke. Bremse. Ja, guter Junge. Ja, sehr schön. Okay, gut, ich würde sagen, wie gesagt, wir sehen uns wie immer kurz davor wieder. Bis gleich. Okay, wir sind gleich da. Yo, noch 800 Meter entfernt. Was soll ich sagen? Mein Auto ist kaputt. Nicht ganz, aber fast. Oh, eine Leitplanke. Nein. Mal gucken, was das Rennen uns bringt. Da ist unser Rennen. Here we go. Es geht gleich los. Landschaftsbau 1000. Ja. Yep. Bin gut als Landschaftsgärtner mit meinem Auto. Ja. Natürlich. Und los geht's. Yeah, ich muss leider wieder den Nissan nehmen. Ach Mann. Ich fahre den, wenn ich fahre, so oft. Ey. Ich habe so viele Autos, aber nö. Er ist der Einzige, der in der Klasse ist. Ich muss sagen, er ist schön tief. Sieht richtig gut aus in den Radläufen. Ja, ist mir gut gelungen, auf jeden Fall. Ich habe gar nichts gemacht. Doch, doch. Ich habe alles gemacht an dem Wagen. Ich habe tiefer gelegt, ich habe poliert, ich habe gewachsen. Und beinahe auch weggeworfen. Nein, Spaß. Ich werfe so ein Auto nicht weg. Aber ich habe auch nichts dafür bezahlt. Den habe ich auch so gewonnen bei dem Rennen, ne? Was man eben so kriegt. Ah, ja, ja. Nissan 350Z oder 370Z? Nissan 350 oder 370Z? 370Z. 370, liebe Freunde. Oh, guck mal, Herbie. Da ist Herbie. Ein halber Herbie. Wir sind alle in der gleichen PS-Klasse? Das glaube ich nicht. Die beiden sind doch schneller als ich. Haha, danke Mädels. Nein, ich bin Zweiter. Den habe ich da auch, ne? Ist das ein Jaguar? Ah ja, schön abbremsen. Ja, ich muss sagen, es sieht gut aus. Es ist auch nicht auf schwer gestellt. Ich glaube auch leicht, aber egal. Ja, schwer würde ich nicht schaffen, aber wenn ich die letzten Rennen alle verloren habe, hat der Computer es wieder automatisch auf leicht gestellt. Ihr kennt das Spiel, ne? Forza ist für die Schwachen. Danke. Für die geistig Armen und körperlich Schwachen. Nein, das war ein Scherz. Okay, läuft gut. Was soll ich sagen? 30% immer noch Erster. Ich werde erst gegen Ende überholt. Ah, da, was ich auf den Nissan keine Lust hatte. Nissan Baby, du machst es. Komm schon. Oh, was habe ich mit meiner Freund gemacht? Wie bin ich denn ihm gegengefahren? Ist mir gar nicht aufgefallen, jetzt ehrlich nicht. Okay, ich habe den Rauch berührt. Ja. Ich habe doch den Rauch berührt. Ganz wichtig, immer die Fahne oder den Rauch berühren und nach vorne gucken. Nein. Nein. Beruhig dich. Oh, was machen die Autos in GTA? Was machen die Autos in Forza? Du bist eigentlich gar nicht mehr in den Drehmomentbereich. Und deine Räder stehen still, aber du trittst das Gas wieder durch und der Wagen macht alles, nur nicht kontrolliert fahren, ne? Oder von der Stelle kommen. Ah, okay, danke Spiel. Also gut, ich habe das jetzt auch wieder nur geschafft, weil das Spiel auf meiner Seite ist. Hat der mich geschubst, die Sau? Alter, wart's ab, ey. Wart's ab, wenn ich dich überholen lasse, du. Schubst ich dich ab auch, aber sowas von hinten, du. Nice day. Oh, oh. Aber hey, heute ist ja Mittwoch, das heißt Bergfest. Es geht nur noch bergab. Das ist auch eine geile Sache, ohne Scheiß. Das heißt Mitte der Woche, nice. Das heißt noch 2 Tage Schule und Arbeiten und dann ist Wochenende. Wieder, ja, ich weiß. Und nochmal Dank an jeden, der mich abonniert und meine Videos guckt. Ihr seid die Besten, die Schönsten und Schlausten. Kuss geht raus. Entschuldigung, ich weiß nicht, ob ich das machen darf. Oh nein, was ist das für eine Kurve? Fuck! Ist gut, beruhig dich, Auto, beruhig dich. Was war das denn für eine Kurve, Alter? Ja, das war eine scharfe Kurve, ja, ich weiß. Ich habe irgendwie damit gar nicht gerechnet, obwohl ich sie auf mich zukommen sehen habe. Windschatten, an Rand vorbei, kurz vorm Ziel, kein Problem.
Okay, komme ich jetzt mit dadurch. Naja, macht nichts. Ach komm, kriege ich den noch? Komm schon. Ah, oh, Baby, danke, dass es auf leicht gestellt ist, Computer. Danke, Spiel. Yes, Baby! Boom, erster. Geht doch manchmal. War ja auch leicht. Ach komm schon, nicht schon wieder. Was ist das für ein Bullshit? Wieso kriege ich kein Treppchen? Aber hey, wunderschöner Sonnenschein. Okay. Ich suche mal eine neue Strecke oder mal gucken, wie weit der Scheunenfund entfernt ist. Wir gucken mal. Also, ich dachte, ich mache jetzt mal was ganz anderes als Rennen zu fahren. Ich glaube, ich habe euch noch nie oder schon lange nicht mehr zum Scheunenfund mitgenommen. Hier gibt es einen neuen Scheunenfund. Wir gucken mal, wir suchen den mal, ne? Ja, wir holen uns mal ein neues Auto aus der Scheune. Das ist nämlich hier ein bisschen selten geworden. Es sind 6,8 Kilometer, sind wir da. Kein Problem, das Auto ist noch schön und ganz. Ach komm schon, scheiß auf Schaden auf links. Ey, Alter, warum muss ich denn da lang? Wo will mein Auto denn hin? War ja in die völlig falsche Richtung, laut Navi. Oh, schön durchs Mal. Guck mal, da hinten ist es doch. Sind doch nur 2 Meter, wenn ich richtig fahre. Autsch, 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 autsch. Jo, schön durchs Rapsfeld? Nö, keine Ahnung, aber irgendwie so ist eine Richtung. Känguru, ey, ich dachte, wir sind in Mexiko. Was sollen wir denn mit Kängurus? Gibt's hier Wallabies? Zum Glück sind die Bäume nicht massiv. Ich hatte gerade Angst, dass da massiver dazwischen ist. Nein. Alter, ich habe den Traktor weggerotzt. Oh nein, böse Auto. Ganz ruhig, ganz ruhig. Alter, ich habe den Traktor weggerotzt. Nice. Und schön durch die Blumen durch. Aber geradeaus ist doch das Ziel. Okay, ab durch. Ah, der Baum ist massiv. Ich habe es gesehen, so spät reagiert, ja. Schön durchs Wasser, einmal sauber machen das Baby, danke. Ah, guck mal, da ist schon die Grenze. Warte, irgendwo ist dein XP. Oder Schnellreise. Wo ist das Zeichen, wo ist das Zeichen? XP? XP oder Schnellreise? Auf jeden Fall sind wir gleich da, wo wir hinwollen. Ist doch mal wieder was anderes auf meinem Kanal, oder? Auf deiner Wasserseite? Hä? Ah, nein, bei der Brücke. Unter, oberhalb, unter, ne? Ja, ich gehe mal hier hin. Oh, mein armes Auto, Tiefsee tauchen. Das Ding ist doch kein U-Boot. Hä, wo ist das Zeichen? Solange es nur die Bäume hier sind. Warte mal, hier unten, ne? Hä? Eigentlich ist hier unten immer ein XP. Ach, da! Kein Problem, denke ich. Nein, 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 dumme Idee. Ich weiß nicht, warum die Autos zu tanzen. Drückt mir mal einen Daumen, ob ich es erreichen kann. Ja, 3000! Juhu! Okay, wir fahren mal ganz kurz, auch wenn wir eigentlich jetzt näher sind. Ah, komm, querbeet. Obwohl, da hinten ist nochmal XP, ne? Ja, komm, dann kommen wir auch irgendwie wieder auf die Strecke. XP ist genauso wichtig. Guck mal, wir sind ein Känguru. Entschuldigung, ich drehe ein bisschen ab, aber ich bin gut drauf. Baum. Baum. Schild. Baum. Baum. Au. Nicht nur Baum. Ich konnte nicht Hütte sagen oder Scheune oder... Ey, pass auf, jetzt fahre ich zu dem XP-Schild und komme auf die Scheune. Aber ihr wisst alle, was wir hier machen, ne? Hier in dem Bereich, richtig. Hier in diesem schönen lila Bereich ist natürlich irgendwo eine Scheune. Und da ist irgendwo ein armes Scheunenbaby, was wir retten müssen. Was ganz kaputt ist, war wahllos und wartet eigentlich nur... Nee, das wäre jetzt zu leicht. Warte mal, ich fahre mal hier lang. Obwohl, das sind wieder die halbrunden Dinger, ne? Ey, das wäre jetzt zu leicht. Das wäre jetzt aus Dummheit Glück gewesen. Lass uns mal scherzhaft... Nein, okay, das passt nicht. Ja, nicht vergessen, wir sind Landschaftsgärtner, also wir dekorieren ja nun mal ganz, ganz schnell um. Oh, ich wollte schon sagen, so, ich habe das Motorrad gerammt, ich habe es kaputt gemacht. Okay, wir gucken uns mal um, ob hier am Rand eine Scheune ist. Wir müssen jetzt ganz systematisch die Gegend nach einer Scheune suchen. Und alles, was wie eine Scheune ist, anfahren. Ich denke mal, dass die eigentlich mehr so am Rand ist. Aber ich glaube nicht da, ich fahre jetzt mal so am Rand lang und hoffe, dass hier was ist. Weil das ist ja immer so ein Riesengesuche, bis man die Scheune findet. Immer alles kaputt fahren, durchfahren, rumfahren, das arme Auto leidet. Ne, hier glaube ich nicht, hier glaube ich nicht. Meistens ist es so am Rand oder irgendwo so zwischen den Büschen. Meistens. Ja, so ein Scheunenfund kann schon lange dauern. Ich meine, so eine Suche nach so einer Scheune, manchmal... Hat man Glück und kommt da gleich hin.
Aber eigentlich, wenn man hier mal alles abfährt, obwohl, ich habe mich schon bei der Suche mehrfach verfahren und bin dreimal durch dasselbe Gebiet durch. Aber erst gucken wir mal hier. Weil wie gesagt, es ist auch gerne so schön zwischen Bäumen und Hütten. Nee, er ist auf deiner Straßenseite. Warte mal, da. Nein. Das arme Autobaum. Also kein Autobaum, ne? Sondern Baum und Auto. Na komm, das ist doch hier, oder? Nein, ist es nicht. Es muss doch in der Mitte sein. Ich habe doch jetzt gleich alles abgefahren. Ich habe auch keine Drohne, ne? Das habe ich noch nicht. Wo zur Hölle ist die Scheune? Ja, man weiß so viel irgendwo in diesem lila Gebiet. Das kann mitten in der Mitte sein, das kann am Rand sein, das kann auf dem Berg sein. Das kann im Tal sein, hier sind Holzfäller, sehr schön. Mein armes Auto. Problem ist, ich komme noch von hier. Nein, das ist woanders. Hä? Aber ich meine ja, das, also eigentlich findet man schnell, wenn du Pech hast, fährst du zweimal im Kreis. Wenn jetzt hier nichts ist, fahren wir mal querbeet runter. Weil von hier kommen wir ja. Aber hier ist auch teilweise sehr schön dicht. Eigentlich kann das hier irgendwo sein. Also wenn ich ehrlich bin, so viele Möglichkeiten gibt es gar nicht. Dass die Scheune nicht hier irgendwo ist. Schade, dass nicht andere Spieler auf der Karte das aussuchen. Dann könnte man irgendwie ein bisschen einkreisen. Jetzt bin ich schon in der Mitte der Karte. Obwohl, der sucht ja da hinten. Hey, der sucht jetzt auch gleich die Scheune. Sehr schön. Hä? Da, ne? Da war ich doch schon, oder? Ich glaube, der Kollege sucht jetzt auch die Scheune. Das ist doch die Scheune, oder? Ja, wir haben es. Was läuft dabei? Hab ich lang gebraucht. Gefunden. Gucken, was wir jetzt für ein Baby da drin haben. Ich bin da aber dran vorbeigefahren vorhin, ne? Ja, außenrum, ne? Ja, kein Problem. Sehr schön, habe ich gut gemacht. Mal gucken, was wir jetzt haben für ein Baby in der Garage. Also ein Ami soll es sein angeblich. Hat er gesagt, es wäre ein Ami. Oder Viper! Oh, aber die habe ich doch schon. Es ist eine Viper. Aber das ist die alte Viper. Ja. Ja, 8 Liter V10. Okay, ich habe nur eine neue Viper, also ist okay. Auf der Straße zu halten. Hier, hilf mir. Cool, das heißt, die kriegen wir in die nächsten Tage frisch lackiert. Oh ja, habe ich ein Auto, was ich. Pass auf, das mache ich auch gerne. Ich gucke jetzt, was für ein Auto ich habe, was mir gar nicht gefällt. Boah, kann ich den hier lassen? Weil das war ein Fehlkauf. Nee. Ich guck mal, was will ich nicht? Was gebe ich denn mal kurz ab? Wo habe ich denn was doppelt? Warte mal, die Viper habe ich ja eigentlich. Das ist eine 2013er. Also ich habe ja schon Vipers, wie ihr seht, ne? Hier eine 2016er. Jetzt kriegen wir eine ganz alte. Wo will ich mich denn von trennen, was ich eigentlich als Reinfall als Auto sah? Und wovon würde ich mich nicht gern trennen? Nee. Oh nee, da habe ich extra die ganzen scheiß Missionen gemacht für den Kleinen hier. Und nein. 1995, 1993. Der sieht sau cool aus. Ich glaube, den habe ich selber geschenkt bekommen. Mein Manta auf keinen Fall. Seid ihr bescheuert? boah, ohne Scheiß. Okay, der hier. Auswählen. Irgendwem ist mir egal. Ich hoffe, dass das Auto bringt dir viel Sieger ein. Viel Spaß damit. Dein Spielernamen, dein Gamertag.
Ja, mein Spielernamen. Ja, möchte ich. Man kriegt so viele Autos, ein Glücksrad und beim Fahren geschenkt. Da kann man ruhig mal jemand anders was Gutes tun und hier ein Auto lassen, was ein anderer findet. Ja, gut, das war's mit dem Video. Wir sind ein Rennen gefahren, wir haben einen Klassiker gefunden. Eine alte Viper, ich glaube sogar nach die Serie 1. Ich sag mal so, ich kenne die Bezeichnung nicht. Deswegen sage ich danke, 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 danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen guten Morgen und einen noch besseren Abend. Ich bin hiermit raus. Peace.